So, und damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück zum puren Grauen des Ausbeutertums. Mal gucken. Ach, sieh einer an. Hier fehlt ja noch was. Gerade eben noch gesehen. Ja, mal gut, dass wir hier noch waren. Ach so, ach. Das Dach soll so bleiben. Okay. Irgendwas kommt doch jetzt garantiert gleich noch. Ich wette drauf. So gut wie neu. Gut, schaut stabil aus. In Ordnung, der Streuer gehört Ihnen. Sicher, danke. Yippie! Ja, Mensch, da lacht das Herz. Da bin ich ja mal richtig happy, du. Jetzt brauche ich halt nur... Lass mal schauen. Warte mal, was hat er hier aktiviert? Ach ja, das mit unserem Zuhause, okay. Warte. So, Sterne rausnehmen. Und dann fahren wir schnell wieder nach Hause. Genau. Und dann schön. Nein, verdammt. Und dann schön entsprechend das Ganze holen. Wie gesagt, ich finde es immer noch total cool, dass man hier sich sieht, wenn man drinnen sitzt. Mega geil. So, ich switche mal wieder auf diese Ansicht. Also von der Musik her muss ich so ein bisschen an die Siedler oder sowas denken gerade. Ah, da hätte ich auch wieder voll Bock drauf. Siedler war mal mega geil. Aber dann Siedler 2. Also ich habe ja sogar mit Siedler 1 angefangen damals. Nur dass noch so ganz kleine Pixel waren. Pixelmännchen. Hat mega Laune gemacht und Siedler 2 war natürlich dann ein Riesenfortschritt an der Stelle. Aber... Ich muss echt sagen, die anderen Teile dann später, die haben mir nicht mehr so gut gefallen. Das war dann, weiß ich, irgendwie, nee, war dann da. Nein, sag jetzt nicht, wir hängen da fest. Okay. Wir müssen kurz den Traktor nehmen. Jetzt müssen wir mal schauen. Da ist ungefähr er. Also direkt hinter uns, okay. Dann müssen wir ihn damit mit dem Traktor halt kurz ein bisschen beiseite schubsen. Na, dann geht das schon. Oh, weia. Ach, da ist er. Siehst du? Ah, den schubsen wir jetzt runter. Fertig ist. Oder auch nicht. Das ist jetzt irgendwie schlecht. Vor allem, weil es nicht die Möglichkeit gibt, das Ding hier irgendwie wegzuschieben, ne? Ein Rotz. Aber das hier nicht klappt, dann wird es mit dem Mähdrescher garantiert auch nicht klappen. Er bewegt sich gar nicht. Na super.
Einzige Hoffnung, wenn man es vielleicht den Speicherstand neu lädt. Der Kopf fühlt sich sehr schwer an. Ah ja. Dass er dann vielleicht das Auto wieder richtig hinsetzt, aber... ich habe so die Befürchtung, dass wir das vergessen können. Hier müssen wir erstmal hin. Habe ich jetzt einen Stern gesetzt? Ah ja, da hinten, okay. Schon gewundert gerade so. Ja. Ist ja auch, dass wir den Pickup nicht einfach verkaufen können, ne? Mhm. Ist ja auch geil, hier ist so wenig los. Das ist einfach nur die Zugmaschine mit diesen paar Sitzen hier durch die Gegend fährt, ohne Anhänger, ohne alles. Auch sehr geil. Na komm. Beim ETS schaffen wir das auch. Dann können wir auch Ewigkeiten ohne Schlaf fahren. Na los. Fahr, sei fleißig. Was soll ich denn anmachen? Ja, nicht, dass man uns nicht sieht. Das wäre schrecklich. Nachher fährt einer noch hinten drauf oder sowas und wir sind wieder in irgendeinem Zaun oder Leitplanke drin. Eieiei. So. Da ist mein Gerät. Sehr schön. Er hat noch keinen Rußpartikelfilter, ne? Sieht noch nicht so aus. Yippie! Das Schöne ist ja auch, wir haben ja auch so viel Gülle, ne? Aha. Weil wir so viel Viehzeugs haben. Naja, aber immerhin haben wir schon mal das Ding. Ja. Ach, mein Helder. Man kennt uns. Sehr gut. Meine Arme schmerzen ziemlich. Okay, was soll das jetzt bedeuten? Gleich nicht mehr lenken oder was ist der Phase? Na, ja, gute Frage, ne? Schon wieder ein Zug. Wahnsinn. Alle paar Sekunden kommt hier ein Zug. Nicht schlecht. Ich glaube, so kann man dann auch auf ein normales Auto verzichten, wenn alle paar Sekunden ein Zug fährt. Dann kann man auch mal mit Öffis fahren, wenn sie dann nicht so teuer wären. Also das muss ich auch noch echt sagen, das ist halt der nächste Punkt, ne? Öffis sind echt schweineteuer. Wenn ich mir so überlege, als als ich den Unfall hatte vor ein paar Jahren und das Auto Schrott war und ich ja dann zwangsweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren musste, zum einen anstatt einer Stunde Fahrzeit waren es 2,5 Stunden. Ja, eine Stunde mit dem Auto, nicht ganz. Und 2,5 Stunden mit Bus und Bahn dann entsprechend. Und wenn ich überlege, was dann... Also ich habe zum Glück eine Mitfahrgelegenheit gehabt. Ich musste ab und an mit dem Zug fahren. Also ich konnte größtenteils dann mit jemandem mitfahren. Aber wenn ich überlege, was die Monatskarte gekostet hätte und was ich an Spritkosten hatte im Monat... Das steht in keinem Verhältnis zueinander. Es ist doch kein Wunder, wenn die Leute dann... Also wenn ich
Wenn ich so praktisch das anderthalbfache zahle. Ja. Also ich bin zum einen viel, viel länger unterwegs. Was ist ja dann morgens anderthalb Stunden länger und nachmittags oder abends anderthalb Stunden länger. Das heißt, 3 Stunden vom Tag gehen mir verloren, nur weil die öffentlichen Verkehrsmittel so lahmarschig sind. Das ist schon mal krass. Ja, da wird aus einem 10-Stunden-Arbeitstag, wird dann mal ein 13-Stunden-Arbeitstag. Das heißt, wenn du morgens weggehst, ja, und du dann abends wiederkommst, ist der Tag gelaufen. Da hast du dann gar nichts mehr davon. Und dann musst du auch noch mehr Geld dafür zahlen, weil es ja noch nicht genug ist, dass du so lange unterwegs bist. Also da muss ich echt sagen, es ist mit den Preisen, ist der Wahnsinn. Nee, er bewegt sich noch immer nicht. Wir hoffen einfach auf vielleicht das Glück, dass... kann ich hier reinfahren? Oh ja. Dass bei einem Neuladen das Ganze dann entsprechend wieder funktioniert. Wäre zumindest ganz angenehm. Hat mich nebenan draußen gesetzt, okay. Warte. Ah, sehr gut. So, müssen wir den nächsten Kram dann holen, weil ich bin der Meinung, wir haben hier oben. Mist, nee, nicht das. Ja, genau, wir haben hier das Heulbeilen-Ding und den Düngerstreuer, genau. Da müssen wir noch hin. Noch irgendwo anders was? Nee, ne? Heuballenpresse. Ja, die können wir natürlich echt gebrauchen, ne? Ja, aber jetzt hoffen wir erstmal, dass das Ding hier entsprechend irgendwie wieder darunter kommt. Mal schauen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zocker.